Hallo und herzlich willkommen bei Autonotizen. Wir sind in Tokio auf der Japan Mobility Show. Hier feiert der neue Suzuki Swift seine Weltpremiere und den werden wir uns in diesem Video gemeinsam ansehen. Der Suzuki Swift ist ein bisschen größer, ein bisschen breiter geworden. 3,85 Meter misst das bei uns aktuell noch angebotene Modell. Die genauen Abmessungen des Nachfolgers sind heute noch nicht bekannt. Noch steht der Swift hier als Konzept, dürfte aber in einigen Monaten in Japan und dann wohl auch so Mitte 2024 dann in Deutschland und Europa auf den Markt kommen. Das Design ist evolutionär weiterentwickelt. Wir sehen weiter den nach vorne gereckten Kühlergrill. Die Scheinwerfer sind ein bisschen größer und weiter nach außen gewandert. Die Front wirkt ähnlich wie die des neuen Mini Countryman, wie ich finde. Ein auffälliges Merkmal ist die scheinbar aufgesetzte Motorhaube. Es wird beim Mildhybrid Benziner bleiben. Aktuell ist ein 1,2 Liter Benziner mit 83 PS beim Swift an Bord. Außerdem wird es definitiv auch beim Nachfolger wieder einen Suzuki Swift Sport geben. Aktuell hat der 129 PS mit einem 1,4 Liter Mildhybrid. Wir sehen hier die fünftürige Karosserie, die bleibt uns auch erhalten. Ein Dreitürer gibt es nicht mehr. Das Dach in Kontrastfarbe lässt das Auto ein bisschen flacher wirken. Und am Heck sehen wir dann Rückleuchten, die die Form der Scheinwerfer zitieren. Und der Hybrid-Schriftzug hier, der verrät uns schon, dass es sich eben hier auch um einen mildhybridisierten Benziner handeln wird. Das Suzuki-Logo ist hier auf der großen Blechfläche und die Rückfahrkamera dann relativ pragmatisch hier hingemacht. Und das zeigt aber auch, dass das hier ein Serienauto ist und nicht irgendwie ein Concept-Car mit wilden Designideen. Schauen wir doch mal in den Innenraum des neuen Swift. Heute steige ich auf der anderen Seite ein, denn wir sind in Japan und hier werden die Autos als Rechtslenker verkauft. Wir haben mal Linksverkehr. Das Cockpit des Swift ist moderner geworden, aber bleibt mit Tasten und Schaltern zum Beispiel für die Klimaautomatik noch schön einfach bedienbar. Wir haben ein Multifunktionslenkrad mit Tasten und Reglern für die Fahrassistenz und das Telefon, auch dann hier unten an der Lenksäule und Schaltwippen für die stufenlose Automatik hier in dem Fahrzeug. Die Mittelkonsole und das Display fürs Infotainment sind leicht zum Fahrer hingeneigt. Wir sehen Android Auto und Apple CarPlay, beides ist verfügbar. Wie jetzt genau die Infotainment-Ausstattung für den europäischen Markt aussehen wird, können wir natürlich heute noch nicht beurteilen. Wir sehen, dass wir hier ein bisschen lost in translation sind, also alles auf Japanisch und natürlich dann auch spezielle Apps dann hier im Auto sind. Der Fahrersitz ist schön groß und bequem, also man hat hier eine gute Sitzposition, auch für die Füße, wir haben einen großen Fußraum. In der Mittelkonsole gibt es den Taster für die elektrische Parkbremse. Außerdem die weiterhin nur einstufige Sitzheizung. Alles Zeichen dafür, dass dieses Auto, obwohl noch Concept draufsteht, unverändert so in Serie geht. Natürlich gibt es auch den ersten Vorcheck hinter dem auf meine große Größe von 1,92 Meter eingestellten Fahrersitz. Die Kopfstütze ist hoch genug. Die Beinfreiheit ein bisschen knapp, aber ich bin ja nicht im Normmaß. Die Bank ist ausreichend hoch über dem Boden. Die Kopffreiheit passt auch. Wir haben allgemein ein schön gerades, hohes Dach. Gut gefallen mir die Isofix-Bügel. Wichtig für so einen kleinen Wagen, auch im Familieneinsatz. Die sind gut erreichbar hier auf diesen Kanälen. Jetzt machen wir noch den Kofferraumcheck. Die Heckklappe öffnet manuell. Wir sehen den Laderaum mit einer tiefen inneren Kante. Hier ist auch keine Aussparung für den doppelten Boden. Das heißt, Gepäck- oder Getränkekisten müssen dann schon tief hineingehoben werden. Was das dann alles bedeutet, werden wir im nächsten Jahr mal checken, wenn der Swift dann auch in Deutschland angekommen ist. Das war das erste kurze Kennenlernen mit dem Auto auf der Japan Mobility Show.
Vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich auf eure Kommentare, Fragen und Meinungen zum neuen Zwift. Bis zum nächsten Mal bei Autonotizen. Ciao.